Hello, my friends, and welcome to the next episode of Car Mechanic Simulator 2018. So, das sollte auch mit Fremdsprachen gewesen sein. Wir fangen an! Dem der Typ letztes Mal Probleme mit dem Ordnungsamt hatte, wo ich immer noch nicht verstehe, warum, weil das Auto nicht anging. Aber egal. Neue Fälle, neues Glück. Wollen wir mal gucken. Wir hatten hier noch einen Kampagnenauftrag, den machen wir später. So, hier hätten wir nochmal einen Audi RS7 Sportback. Den haben wir aber letztes Mal schon gehabt. Nehmen jetzt mal was anderes. Nehmen wir doch mal den hier. Die Abgasanlage ist defekt. Und da müssen wir mal rausfinden, was es ist, weil da haben wir nämlich keine Ersatzteilliste gegeben. Oh, komische Farbzusammenstellung. Aber naja. Wer drauf steht, ne? So, der Motor ist wahrscheinlich wieder hier hinten, richtig. So, wir haben, was haben wir defekt alles? Wir haben hier hinten erstmal das Flammrohr. Und der Endschalldämpfer ist defekt, sowie auch der Abgaskrümmer. Ist es das schon gewesen? Tatsache. Flammrohr und Endschalldämpfer Elise. Geben wir nochmal Elise ein. Und der Abgaskrümmer war der R4D. Können wir direkt mal einbauen. So, der neue Endschalldämpfer. Der Abgaskrümmer. Tut mir sehr leid, wenn sich einige Leute getriggert fühlen, dass ich manchmal bei einem Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer sage und andersrum. Das tut mir leid. Das ist nicht geplant, aber dieser Fehler schleicht sich halt ein bisschen ein. Und damit sind wir schon fertig mit diesem Fahrzeug. Das ging wirklich flott und wir haben eine Kiste gekriegt. Die will ich doch direkt mal öffnen. Was kriegen wir denn Schönes? Auf jeden Fall eine Scheunenkarte. Was haben wir da? Ein Endschalldämpfer ist das erste vielleicht? Okay, Zündspulenabdeckung. Naja, nicht ganz. Und Flammrohr. So, die aktivieren wir gleich mal. Und gucken uns nochmal neue Aufträge an. Ford GT 40. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier den Plymouth Barracuda. Und schauen uns mal an. Ach du Heiland. Ach nee, das ist eine braune Lackierung. Ich dachte, der wäre komplett verrostet. Ja, so schlimm ist es doch nicht. So. Reinschauen. Sieht mir so aus, als ob der Fehler hinten liegt. Oder die Fehler. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen. Ah, da vorne ist auch ein Fehler, habe ich gesehen. Oh, die Befestigungsplatte hier sieht auch nicht mehr gut aus. Die müssen wir auch neu machen. Oh. Das ist die Hinterachse bisher gewesen. Wenn wir mal den Rest nochmal nachchecken. Der Rest sieht mir jetzt so im ersten Moment noch akzeptabel aus. Gut. Also eine Befestigungsplatte. Was war das noch? Ein Stoßdämpfer, zwei Rohr, Öldruck. Öldruck. Dann wollen wir mal. Und wieder die Federbügel festziehen. Dann dürften wir wahrscheinlich schon
wenn ich nichts Offensichtliches übersehen habe, an der Hinterachse fertig sein, aber hier vorne habe ich gesehen, ist auf jeden Fall die Koppelstange kaputt. Da sehe ich auch den Spurstangenkopf, der kaputt ist. So wie auch hier. Oh, guck mal. Hier, das Radlager. Das ist auch nicht mehr in Ordnung. Und natürlich hier das Stoßdämpfer. Ah, ein Teil fehlt uns noch. Ach ja, natürlich, der Spurstangenkopf. Dann wollen wir doch mal. Holen wir uns erstmal den Spurstangenkopf und das Radlager. Und befestigen auf jeden Fall diese beiden Sachen schon mal wieder. Best. Berge können wir auch schon wieder dran setzen. Und hier brauche ich eine Koppelstange VA Typ B. Koppelstange Vorderachse Typ B. Können wir schon mal reinsetzen. Und zu guter Letzt brauchen wir noch den Stoßdämpfer. Den müssen wir erstmal auseinanderbauen wieder. Ups. Da ist das Domlager noch okay. Die Feder VA und der Stoßdämpfer Doppelquerlenker. Stoßdämpfer VA Doppelquerlenker und die Feder müssen neu. Das Domlager war noch okay. Und damit dürften wir dann auch schon hier wieder fertig sein. So. Und haben wir alles? Sieht gut aus. $650 kriegen wir dafür. Und eine Scheunenkarte haben wir nochmal gekriegt. Sehr cool. Und wir sind auch schon wieder im Level gestiegen. Das heißt, wir können hier noch ein Upgrade freischalten. Wir hätten hier Prüfeteile. Ja, gut, ich prüfe Teile eigentlich nicht. Bewegung ist was, was nicht, sicherlich nicht schlecht wäre. Prüfe sofort 3 Teile im Jahr. Okay. Reparaturerfolg. Aber nehmen wir doch erstmal hier, bewege dich 10% schneller. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ihr merkt es uns jetzt nicht, aber meine Güte. So. Wir sind noch früh in der Folge, Freunde. Haben noch Zeit. Mal das machen wir. Und dann dürfen wir noch genug Zeit für den Mazda RX-7 haben, weil Abgasanlage dauert bestimmt nicht so lange. Gut, wir müssen rausfinden, was es ist. Aber das kriegen wir hin, Freunde. So, haben wir denn hier irgendwie was? Oder ist es nur hier unten? Doch, hier. Oh. Okay. Vielleicht irre ich mich da auch. Es könnte doch ein bisschen länger dauern, je nachdem wie lange wir brauchen, um alles abzumontieren. Na komm. Hier ist nämlich der Abgaskrümmer R4C. Vollständig hinüber. Abgaskrümmer R4C. Aber da haben wir natürlich gleich schon wieder ein neues Teil geordert. Was ich an dem Spiel, also ich habe nicht viel an dem Spiel auszusetzen, aber was ich mir eigentlich wünschen würde, ist es so wie bei dem PC Building Simulator, dass du auf Teile warten musst im Prinzip. Oh, aber das nehmen wir nicht, dann nehmen wir das alte, weil ich glaube nicht, dass uns das andere separat bezahlt werden würde. Dass wir auf Teile warten müssen, also wir bestellen die. Macht wahrscheinlich eher Sinn, wenn wir später im
Spiel sind und dort mehrere Autos hier stehen haben. Dass wir den einen fertig machen und an dem Tag holen wir uns dann den neuen, weil eine Hebebühne frei wird. Und dann können wir da an dem weiterarbeiten. Wir müssen halt einen Tag sozusagen oder ein paar Minuten auf die Teile warten. Das fände ich persönlich ganz cool. Aber das hat das Spiel bisher jetzt nicht vorgesehen. Meine Güte, auch nicht so schlimm. Walter und Grand Mojave Storm. Das ist sicherlich auch interessant, weil hier haben wir repariere den Motor, irgendwas klopft unter der Motorhaube. Hier haben wir nämlich keine Ersatzteilliste gegeben. Wir nehmen einfach mal den, auch wenn es kein echtes Auto ist, sondern ein spielinternes Auto. Aber hey, sieht gar nicht mal so scheiße aus, wenn da jetzt nicht so viel Dreck und Rost wäre. Ja. Ab auf die Hebebühne mit dir, Freund. So, machen wir schon mal Motorhaube auf und fahren den ein bisschen hoch. Habe ich denn sonst irgendwelche Hinweise gegeben? Nein. Okay. Wieder der Blick nach hinten. Aber diesmal ist hier die Kraftstoffpumpe in Ordnung. Da sehe ich aber auch direkt schon mal was, was kaputt ist. Hier hinten der Zylinderkopf, der sieht nicht mehr gut aus. Wollen wir doch mal schauen, ob wir da was machen. Da, Zündspule Einzelfunken, da hinten die ist auch hinüber. Da sehe ich auch noch was hier oben. Kann gleich mal gucken, was das alles so schönes ist. Ja, das Ding sieht sehr kaputt aus. Was haben wir denn hier? Drosselklappe. So. Achso, da müssen wir da hinten das abbauen. Oh, müssen wir dann hier alles auseinandernehmen? Uiuiuiui. Ja, hier unten, das sieht aber auch kaputt aus. Also wir hätten es sowieso auseinandernehmen müssen. Und der Generator auch. Ich nehme mal das hier weg, weil das stört mich gerade so ein bisschen. Können wir ja später wieder dran machen. Na komm. Danke. So, der Generator ist kaputt. Die Wasserpumpe da drunter, wie sieht die aus? Ah, auch nicht mehr so pralle. Jo, die ist auch kaputt. Kurbelwellenriemenscheibe ist kaputt. Servopumpe ist kaputt. Nee, die ist ganz. Entschuldigung, die ist ganz. Andere Seite oben auch abnehmen. Wahrscheinlich schon, ne? Vielleicht mal gucken. Wenn ich jetzt versuche, das hier abzunehmen. Ja, muss ich auch abnehmen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Zündkerzen hier? Die sehen noch in Ordnung oder sind scheinbar noch in Ordnung. Auf der Seite sieht es theoretisch mit den Zündspulen auch noch gut aus. So. Jetzt können wir das Steuergehäuse hier vorne abnehmen. Gucken noch mal. Bahnriemen. So, die eine Nockenwelle ist auf jeden Fall kaputt. Und okay, den muss ich auch noch abnehmen. Macht Sinn. Ach du meine Güte, und da muss ich. Okay. Freunde, das ist doch eine größere Mission, als ich am Anfang erwartet habe. Aber, hey, wir haben keine Ersatzteilliste gegeben bekommen. Und wir haben ordentlich was zu tun. Ich finde das eigentlich ziemlich gut gerade. Mal was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Wir haben zwar schon mal einen Motor auseinandergebaut, ohne dass es nötig war. Da fehlt noch einiges. Es sieht mir nämlich so aus, als ob die hier kaputt sind. Vielleicht auch der. Naja, ich würde einfach mal so sagen, wir nehmen hier mal alles auseinander. Ist doch auch mal nichts Schlechtes, ne? Nehmen wir mal einen kompletten Motor hier auseinander.
Warum nicht? Mich stört es jetzt nicht. Wenn es natürlich so ist, dass immer bei den gleichen Fahrzeugen mit dem gleichen Motor irgendwas beim Motor tiefer kaputt ist, ist das natürlich schade. So. Da muss der Ölfilter ab. Ansonsten haben wir alles hier erstmal. Wie sieht das denn eigentlich aus zum Thema. Sieht schwarz aus da drin. Ist der kaputt? Zum Thema Luftfilter. Wollen wir mal reingucken. Bei denen könnten wir im Prinzip direkt erneuern, ohne dass wir lange warten müssen. Oh, der ist kaputt, der Luftfilter. Gut, Luftfilter. Ganz stinknormaler. Setzen wir mal direkt wieder ein. Na komm. Dass die Kamera da manchmal nicht mit hinspringt, wenn ich da gerade was am Werkeln bin, finde ich manchmal ein bisschen doof. Aber gut. Okay. Jetzt müssen wir den hochfahren. Ich habe aus Let's Plays gelernt, wir müssen vorher das Öl ablassen, weil ansonsten müssen wir Geld dafür bezahlen, für Reinigung. Hm. Was natürlich auch Sinn ergibt. So, wollen wir nochmal den Ölfilter wegmachen. Ah, die Ölwanne noch. So. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja, die hier sehen ziemlich kaputt aus wahrscheinlich, ne? Doch, das Pleuellager, der Pleuellagerdeckel. Wahrscheinlich muss ich sowieso hier alles abmachen. Und, wie viel hat der noch? 62, der sieht eigentlich noch... Hat man noch nicht alles, ne? Ne, drei Sachen fehlen mir noch, Freunde. Hoffentlich ist das hier unten da was von. Kurbelwellenlagerdeckel. Aber den Kurbelwellenlagerdeckel muss er bestimmt nur abmachen, wenn ich die Kurbelwelle abnehme. Dadurch, dass die Kurbelwelle aber im Allgemeinen noch gut aussieht, muss ich das, glaube ich, nicht tun. So. Die Pleuellagerdeckel sind scheinbar auch nicht. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt hier da oben, was sind das, die Kolben, ne? Kolben sind. Jo, das sieht gut aus. Beziehungsweise sieht halt eben nicht gut aus und deswegen auch nicht. Dann dürfte ich jetzt alles haben wahrscheinlich, ne? Ja, also ich brauche drei Kolben mit Pleuelstange. Kann ich schon mal kaufen. Kolben, Pleuelstange, drei Stück. So, die kann ich schon mal wieder einsetzen. Hier der noch. Perfectly, dann. Genau, Zylinderkopf V8. Ich bin auf V8 Motor drin. Steht hier eigentlich beschrieben, wie viel PS der irgendwie hat oder sowas? 643 PS. Fast 800 Newtonmeter. Not bad. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal diese Seite hier wieder zusammen. Und kümmern uns dann um die andere Seite. So. Mann, ich das schon mal fertig. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir noch natürlich noch mal die Ölwanne unten dran machen müssen und die Pleuellagerdeckel, ne? Glaube ich. War das? Der Generator, der war kaputt. Jo, der hat nur noch 1% gehabt. Da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen. Das steht schon mal einwandfrei fest. So. Sieht auch wieder gut aus. Servopumpe V8, die war noch gut.
Kümmere mich jetzt erstmal um unten. Weil da muss ich ja eigentlich alles nur noch wieder zusammensetzen. Das war ja alles soweit in Ordnung. Darf nur nicht vergessen, später noch Öl nachzufüllen. So. Hätte ich tatsächlich gar nicht alle Pleuellagerdeckel abmachen müssen. Naja. Es sind auch nur 8 Stück. Die Mehrarbeit werde ich schon überleben, denke ich. Obwohl diese Pleuellagerdeckel hier auch absolut abgeranzt aussehen, ne? So, als ob die definitiv auch hätten neu gemusst. Naja. Wenn es das Spiel nicht vorsieht. Warum sollte ich mir die Arbeit machen? So. Freunde der Sonne. Ölfilter ist wieder dran. Ich kann den Wagen wieder runterlassen. Und auf geht's weiter. Motor zusammensetzen. Zylinderkopf V8, genau, da braucht man einen neuen. Kopf. Au. Blind? V10? V. Achso. Einfach nur ganz Standard V8. Da! Oh, der ist teuer. Ich glaube, für diesen Auftrag könnte es gut was an Geld geben. Würde ich mich jetzt einfach mal so drauf festlegen wollen. So, da können wir den ganzen Aufbau hier oben schon wieder machen. Hier war ja alles in Ordnung. So, genau. Der Kraftstoffverteiler war gut. Und der hier auch. Perfekt. Nockenwelle. Genau, eine Nockenwelle V8 braucht man neu. Nockenwelle V8. Jetzt geht das wieder los mit dem Suchen. Ja, ich wage wirklich zu behaupten, dass das ein sehr lukrativer Auftrag ist. Der dauert natürlich auch wirklich lange. So, würde ich mal sagen, ist am Ende ein gerechter Lohn, den wir beziehen. Gut, dass du in dem Spiel hier nichts versteuern musst. Obwohl so eine reale Simulation wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Oh, tatsächlich brauchen wir doch eine, wie heißt es denn jetzt nochmal? Zündkerze. Ja. War doch eine kaputt. Wurde das angezeigt? Tatsache. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Bahnring wieder dran. Hier auch. Steuergehäuse. So, und jetzt kommt der ganze Kleinteil gefuckelt Zeug wieder. Aber machen wir erstmal oben fertig, bevor wir die Front da machen. So. Da. Oh ne. Das war eine, die brauchen wir noch. So eine Tuning, habe ich gesehen im Augenwinkel. Da müssen wir jetzt immer umstellen. Ja, das ist jetzt natürlich doof, wenn man die eigentlich gar nicht verwenden möchte. Dann muss es doch hier irgendwie ein Lager geben oder kann man das erst später freispielen? Das ist natürlich jetzt wirklich dann dämlich, wenn man da jedes Mal dann umstellen muss. Das finde ich nicht gut, muss ich sagen. I don't like that. Ich meine, wir könnten die jetzt hier natürlich benutzen, ne? Aber bringt uns das was? Ach Quatsch. Wir benutzen da die gleichen wie bei dem anderen. Zündspule Einzelfunken. Weil nachher sagt er, es ist nicht kompatibel. Dann müssen wir es wieder auseinanderbauen. Nö. So, Drosselklappe V8 Typ A. Genau. Die brauchten wir auch. Drosselklappe V8 Typ A.
So, den haben wir auch gekauft. Gleich montieren. Klar. Gut, kommen wir mal zu dieser ganzen Front hier. Die Umlenkrollen, die waren alle okay, wenn ich das richtig gesehen habe. Wollen wir einfach nur noch schnell befestigen. Perfekt. Die Wasserpumpe, die war kaputt. Wasserpumpe V8. Und die Kurbelwellenriemenscheibe V8 auch. Da habe ich jetzt wieder. Das ist jetzt aber kein Tuning-Teil. Das bringt uns das was. Nee, ich mach das nicht. Pumpe V8 und Kurbelwellenriemenscheibe. Wasserpumpe V8. Kurbelwellenriemenscheibe V8. Das sind alles wirklich gar nicht mal so günstige Teile. Ich glaube, das gibt wirklich gutes Geld, dieser Auftrag. Nein. Der hier natürlich. Wasserpumpenriemenscheibe war noch okay. So, dann kann jetzt der Keilriemen noch dran. Andere. Der Riemenspanner. Haben wir hier noch um den Quality Typ A, die war auch noch gut. Habe ich dann den Motor wieder, bis auf natürlich hier vorne, das muss ich machen, hier komplett zusammengesetzt. Dürfte eigentlich alles gemacht worden sein, jetzt muss ich nur noch Öl nachfüllen. Okay, Freunde. Ja, wir haben alles erledigt. 9800. Boah, Arbeitslohn 5200. Ich hätte jetzt insgesamt mit 5000 so gerechnet. Das ist nicht verkehrt. Das freut mich. Teile verkaufen. Alle, die da drunter sind. So. Was kriegen wir hier Schönes? Eine Felge. Diesmal ist es wirklich eine Felge. Toledo. Entscheider, Tuning und Nockenwellenlagerdeckel. Sehr schön. Was bringt denn das? 112 nur beim Verkauf. Egal. Sind bei. Doch, den Kampagnenauftrag, den müssen wir auch machen. Ich muss da mal vielleicht ein besseres Management, Zeitmanagement bekommen. Vielleicht fangen wir das nächste Mal mit einem Kampagnenauftrag an und ich gucke danach nach den anderen Aufträgen. Aber wir machen jetzt noch den Kampagnenauftrag Nummer 7. Unser Kunde ist der Herr von der Heide. Und er sagt, ich habe dieses Auto von einem Händler gekauft. Es war nicht gerade günstig, aber dafür angeblich ein gutes Angebot. Das einzige Problem ist die Gangschaltung, die recht schwer geht. Manchmal klopft es auch etwas auf der linken Seite. Der rechten eigentlich auch. Prüfen Sie bitte den allgemeinen Zustand des Wagens und reparieren Sie, was repariert werden muss. Gut. Machen wir das Ganze doch einfach mal. Der Wagen sieht aber echt noch gut in Ordnung aus. Außer da. So. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger hier. Das Getriebe ist kaputt. Bestimmt den an, dass er hier ausbauen. Hängt er direkt da dran. Hinten an der Aufhängung sehe ich auch gleich schon was, was nicht in Ordnung ist. Oh ja, hier auch. Das Lenkgetriebe, die Antriebswelle. Oh, alles kaputt hier aber auch. Uiuiui. Na gut. Wollen wir doch mal das Fahrzeug auseinandernehmen. Aber der Freund hat nichts von Bremsen gesagt, aber die Bremsen sehen auch nicht mehr gut aus. Ja, die sind auch hinüber. Alles echt
nicht mehr geil an dem Fahrzeug. Also so ein tolles Angebot kann das nicht gewesen sein, mein Freund. Alles hinüber. Naja. Machen wir erstmal die Front und sehen dann weiter. Für euch wieder schön. Das wird eine schöne lange Folge werden. Mache ich auch gerne. Aber wie auch schon in der letzten Folge gesagt, stellt euch nicht drauf ein, dass wirklich jede Folge so lang ist. Das ist jetzt halt mal wieder, ich will nicht sagen, ein ungünstiger Zufall, weil wie gesagt, ich mache es gerne. Aber durch die Aufträge, die wir hier haben, dauert es halt alles ein wenig länger. Boah, die Bremsscheibe sieht nicht mehr gut aus. Die ist doch bestimmt kaputt, oder? Bremsbelag ist auch hinüber. Oh, die geht scheinbar noch. So, Spurstange. Das Lenkgetriebe ist kaputt. Die Antriebswelle, die Zwischenwelle ist kaputt. Das Getriebe natürlich auch. Oh, hier drunter auch. Okay. Das Teil wird wahrscheinlich noch gehen. Ja, aber das Schwungrad ist kaputt. So, fangen wir doch mal mit dem Schwungrad an. Oh, ein teures Teil. So, Schwungrad draufgesetzt. Die Kupplungsscheibe. Natürlich nicht unsere gute Kupplungsdruckplatte. Muss noch neu. Druckplatte. Nee. Habe ich das nicht gerade eingebaut? Das sieht zugleich aus. Habe ich denn. Kupplungsscheibe. Und die Kupplungsdruckplatte brauche ich jetzt. Ah, ich verstehe. Sah so gleich aus. Ich war ein wenig verwirrt. Okay. Was ist heute mit dem Drucklager? Jo, das war auch hinüber. Und das Getriebe, was jetzt kommt, Getriebe R4A, ist auch kaputt. Getriebe. Natürlich ohne Plus am Ende. Getriebe R4A, auch ein teures Teil. Muss natürlich auch neu. Da hat der Verkäufer den aber wirklich ganz schön über die Ohren, über die Ohren gezogen. Ja, ich glaube, ne? Antriebswelle, Zwischenwelle, Typ A. Zwischen. A. Zack. Das Lenkgetriebe. Oh, das Lenkgetriebe ist teurer als das Getriebe, also das Teil des Getriebes im Allgemeinen. Okay, Spurstange müssen zwei neue her, tatsächlich. Spurstange. So, und hinten dran bin ich ja noch nicht mal gewesen bisher. So. Der Ackschenkel VA Typ A. Auch neu, bitte. VA Typ A. So, wie sieht das mit Spurstangenkopf? Ich brauche zwei neue. Seite natürlich auch. So, was ist denn mit der Antriebswelle VA Typ C? Da brauche ich auch zwei neue. Antriebswelle VA Typ C.
hier schon mal montieren. Bremsscheibe innenbelüftet war noch okay. Die Bremsbeläge waren nicht okay, da brauche ich zwei neue. Der Bremssattel war nämlich auf dieser Seite noch in Ordnung, war auf der anderen Seite komplett hinüber. Und die Felgen und Reifen waren bei beiden noch gut. Okay, jetzt kann ich mich komplett um diese Seite kümmern. Querlenker V-Art und ein Typ A. Okay, den brauche ich neu. Querlenker V-A und ein Typ A. Ja, das gibt ja jetzt zwar keinen Bonus, dass ich da neue Teile reingesetzt habe, aber das ist wohl hoffentlich nicht so schlimm. Hitzeschutzblech 3-Loch, Scheibenbremse VA. Hitzeschutzblech 3-Loch, Scheibenbremse VA. Einmal neu bitte. Perfekt. Die Radnabe war okay noch. Die innenbelüftete Bremsscheibe war auch noch okay. Die Bremsbeläge habe ich neu gekauft. Das Radlager war noch gut. Die Antriebswelle habe ich neu gekauft. Hier brauche ich einen neuen Bremssattel. Genau. Bremssattel. Stoßdämpfer, der war noch gut. Okay, ich dachte, der wäre auch kaputt gewesen. Oder habe ich einfach nur auseinandergebaut, ne, um an hier, wie heißt es jetzt, an den Achsschenkel dran zu kommen, ne? Ja. Dürfte so gewesen sein. Okay. Haben wir das Ganze vorne erledigt. Kommt aber hinten dran und wird auch noch mal einiges werden. Bin jetzt schon bei 3000 Euro fast Erlös. Die muss neu, der Stabi muss neu. Ja, die Bremsen muss ich mal auseinandernehmen und gucken, wie das ausschaut damit. Weil hier sehen wir die Bremsbeläge auch wieder kaputt aus. So ist es auch. Aus. Holzstange muss ab, damit ich an den Stabi dran komme. So, gehe ich doch mal auf die andere Seite. Hier sieht es wieder schlimmer aus. Also der hat sich ja wirklich beim Kauf gar nichts bei dem Fahrzeug angeguckt, weil Bremsen sind komplett hinüber, die Bremsbeläge. Bei allen Reifen bisher. Auf allen Seiten. Alle vier Stück. So, das Hitzeschutzblech war wieder kaputt. Ja, da komme ich nur dran, wenn ich das alles hier auswechsel. Das ist auch raus. So, das ist nämlich auch kaputt. Hier muss ich da vorne die Gummilagerbuckel rausnehmen. Ja, bei dem ist es hier einiges, was gemacht werden muss. Deswegen, ihr bekommt eine schöne lange Folge. Freut mich für euch. Aber das nächste Mal, seid mir bitte nicht böse, werden wir mit dem, dem Kampagnenauftrag beginnen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich hoffe, es gibt überhaupt noch welche. Aber wahrscheinlich schon. Wir werden mit dem Kampagnenauftrag beginnen. Und dann danach, je nachdem wie viel Zeit ist, weitere Aufträge machen. So, habe ich denn jetzt alles gefunden? Zwei Sachen fehlen noch. Vielleicht die Gummilager hier, da. Die sehen nicht so schlecht aus. Ein 60er dran.
So, was habe ich hier noch übersehen? Was könnte noch hier sein? Was eindeutig kaputt ist. Nein. Das wollte ich doch gar nicht, wo die gehen da. Oder war es doch noch was vorne? Vielleicht hier irgendwelche Gummi-Dinger? Nee. Auch nicht. Ach, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen weiter noch auseinander. Das war's nicht. Sieht auch nicht so schlecht aus. Was könnte das sein? Habe ich hier vorne irgendwas übersehen? Noch was im Motorraum noch? Aber hier oben. Tatsache, im Motorraum. Im Motorraum habe ich was vergessen. Das ist nämlich hier, Lüfterzeige, Ventilator, Lüfterzeige Typ A. Lüfterzeige Typ A und Typ A Ventilator. Bitteschön, das ist neu. Macht mich ganz verrückt, ey. Gut, das bedeutet, hier auf der Seite kann wieder alles rein. Weil hier war ja nichts kaputt auf der Seite, ne? Prozentigen habe ich? Okay. Den her. Bremsscheibe drauf. So. Bremsbeläge brauche ich jetzt noch zweimal, ne? Mal wenigstens schon mal die Seite hier fertig kriegen, so gut wie es geht. Bremssattel war auch noch in Ordnung hier hinten bei beiden Seiten. So, mir fehlt jetzt der Stabi HA Typ A. Stabi HA Typ A. Hier kommt das 61-prozentige Koppelstänkchen rein. Na, und das war auch alles okay. So. Jetzt ist es wirklich nur noch Erneuerung, Erneuerung, Erneuerung. Der Achsschenkel HA Typ A war kaputt. Achsschenkel HA Typ A vollkommen im Eimer. Erneuern. So. Längslenker HA lang und Stoßdämpfer HA Einrollglas. Längslenker HA lang. Stoßdämpfer HA Einrollglas. Vom Verkäufer übers Ohr gehauen, ja.
Das ist allerdings wahr. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall Querlenker HA Typ A, Querlenker HA oben und Querlenker HA Typ B. A, Typ B und oben. Perfekt. Hitzeschutzblech musste meines Erachtens nach 9, ne? Das hier war alles noch gut. Doppelstange HA. Die brauche ich auf jeden Fall. So, dann haben wir es ja gleich. Hitzeschutzblech, 4 Loch, Scheibenbremse, HAA. Hitzeschutzblech, noch Scheibenbremse, HAA. Da ist sie doch. Radnabe war okay. Genauso wie das Radlager, der Radnabendeckel, die Bremsscheibe war auch noch gut, obwohl sie nicht mehr so aussieht. Bremsbelag habe ich schon gekauft, der Bremssattel war noch gut und dann muss ich nur noch die Felge draufsetzen. Mit Reifen, selbstverständlich. Gut, wir dürften den Auftrag zufriedenstellend abgeschlossen haben. Auftrag beenden. Es fehlt etwas, natürlich. Der Anlasser, den wir am Anfang ausgebaut haben, um das Getriebe zu machen. Richtig. Gut, dass uns das Spiel das sagt. Wenn nicht am Ende nur eine Anzeige kriegen, weil wir das Auto kaputt gemacht haben. Oder weil es nicht mehr angeht. So, jetzt aber. Auftrag beenden. Jawohl. Puh, das waren jetzt zwei große Aufträge in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Like das Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet. Teilt das Video gerne und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Car Mechanic Simulator 2018. Yo, bis zum nächsten Mal.